Zurück in unserer Sendung aus dem Bundestag heute mit Hartmut Ebbing. Er ist der Bundestagsabgeordnete der FDP aus dem Wahlkreis Steglitz-Zehlendorf. Und wir sind bei dem Thema, was passiert, wenn die Große Koalition nur doch nicht zustande kommt. Wir waren bei der Minderheitsregierung, wir waren bei Neuwahlen. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, Minderheitsregierung, damit können Sie sich anfreunden, mit Neuwahlen nicht. Ich kann das ja nicht ändern, was passiert. Also ich habe das Gefühl, dass Herr Steinmeier durchaus keine Neuwahlen möchte, weil... Minderheitsregierung will er aber auch nicht. Ja, also wir werden sehen, es sind spannende Zeiten, glaube ich. Vielleicht einigen sich ja doch CDU, CSU und die SPD auf ihre nächste große Koalition. Kommen wir mal auf Ihr neues Büro, das Sie ja nun in diesen Tagen bezogen haben oder beziehen werden, mit Telefon und allem Schnickschnack, was dazugehört. Nun können Sie arbeiten. Die Ausschüsse werden möglicherweise übernächste Woche besetzt. Und ein Teil, wissen Sie schon, in welchen Ausschuss Sie gehen oder in welche Ausschüsse? Es ist wie Weihnachten. Also ich glaube, Sie haben Wunschzettel geschrieben. Wir haben alle Wunschzettel geschrieben. Wir haben uns alle, wie es glaube ich auch in anderen Parteien auch üblich ist, wir haben uns alle bei der Fraktionsführung beworben und mal sehen, was passiert. Aber das war schon so, als wir das letzte Mal hier saßen. Ja. Das ist lange vor Weihnachten gewesen. Ja, aber das ist ja auch dadurch, dass der Politikbetrieb eigentlich noch gar nicht richtig angefangen hat. Und wie wir ja schon gesagt haben, die Ausschüsse eigentlich noch gar nicht eingesetzt sind. Glaube ich, ist das sowohl bei uns wie auch bei anderen Parteien wirklich schade, aber etwas verzögert worden. Aber jetzt hoffentlich wird es losgehen. Sie mal Ihren Wunschzettel. Was stand da noch? Ja, ganz klar. Also mein großer Wunsch, obwohl ich ja aus der Finanzszene komme, als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, habe ich aber mehr als großen Wunsch die Kultur ausgesprochen. Nicht in den Haushaltsausschuss. Nicht in den Haushaltsausschuss, nicht auch in den Hatten Sie Angst vor den großen Zahlen, die da auf Sie zukommen? Nein. Die Millionen Schulden, die da stehen. Ich kenne mich als Wirtschaftsprüfer mit großen Zahlen aus und ich glaube, das kann ich auch, würde ich auch beherrschen. Es gibt aber in der FDP sehr, sehr viele, die gerne Finanzen, Haushalt, Wirtschaft machen möchten. Und ich habe ja seit Jahren in Berlin innerhalb der Landes-FDP die Kultur gemacht als Leiter des sogenannten Landesfachausschusses Kultur. Und ich denke, die Kultur ist ein Thema, was gerade auch für Berlin sehr wichtig ist und was ein bisschen unterbelichtet ist, sowohl in der Öffentlichkeit als auch aber auch. Aber Frau Grütters als Berlinerin und jetzt hier Kulturministerin, wenn man so sagen kann, ist ja quasi Kulturministerin, hat doch viel gemacht für Berlin. Und Herr Lederer von der Linken im Berliner Senat, auch Kultursenator, macht auch viel ja, für Berlin, aber zusammen mit Frau Grütters. Das heißt ja nicht, dass wenn wir Frau Grütters von der CDU und Herr Lederer von den Linken haben, dass dann die FDP nichts machen darf und soll. Das sondern gerade entlocken, was sie machen wollen. Sondern wir haben da schon Themen, die ich finde, sowohl von der einen wie auch von der anderen Seite kritisch zu betrachten sind. Also, zum Beispiel? Ja, zum Beispiel das Chaos am Humboldt-Forum, wo keiner weiß, was zu tun ist, wo selbst die Zuständigkeiten nicht genau wissen, welche Verantwortlichkeiten sie haben. Da muss dringend mal gerade auch Frau Grütters Führung zeigen. Da haben wir ja, weiß ich was, 4, 5, 6 handelnde Personen und der Eindruck, der entsteht, ist, dass keiner weiß. Das klären Sie mal auf, denn das lese ich ja oft und das steht auch da und der Lederer sagt, er kümmert sich, ihm gefällt das so auch nicht, wie es geplant ist. Ja, aber man kann doch nicht 2 Jahre oder 3 Jahre vom Umzug, wo schon zum Teil die Kisten gepackt sind, wieder anfangen, das auszupacken und neu zu packen. Was will man denn jetzt? Ja, wer will was jetzt? Ja, aber das ist wer ist die handelnde Person? Genau, die Frage, die Sie jetzt gerade mir stellen, die stelle ich eigentlich auch Richtung Frau Grütters oder auch Richtung Herrn Lehrer. Wir haben ja beim Neuen Schloss das Problem, dass wir eigentlich 3 handelnde Personen, ich sag mal grundsätzlich haben, das Land Berlin, der Bund, Monika Grütters und auch die Humboldt-Universität, die das Haus bespielen sollen. Und der Bund gibt das Geld? Der Bund gibt das größtenteils das Geld, aber das Land Berlin hat ja auch Geld gegeben und hat ja auch ein Anrecht, Flächen zu besetzen. Dann haben wir entsprechend Personen, die da
jeweils die Position vertreten. Dann haben wir eine Kultur GmbH mit einer Frau Lavinia Frey, die eigentlich sozusagen die Obermanagerin sein soll, so wie ich das verstanden habe, aber auch selber weiß, sagt, ich bin eigentlich noch gar nicht sicher. Blicken Sie da noch durch? Ich blicke da zurzeit nicht mehr durch, aber es muss ja... So wie Sie schildern, ich auch nicht. Genau, und es gab ja auch vor kurzem auch also mehrere Zeitungsberichte, die auch das entsprechend dargestellt haben. Es ist eine Verschachtelung, im Grunde genommen ein Durcheinander, was durchaus ja in der Anfangsphase auch akzeptiert werden kann. Aber wir sind 2 Jahre vor der Eröffnung und wir haben große Ausstellungen mit großen Exponaten da drin. Da muss langsam wirklich etwas... Was hätten Sie denn gerne? Also ganz klar ist es mir egal, wer es macht. Es muss nur einer wirklich den Hut aufhaben, um dann von oben herab sagen wir mal so, einer, der wirklich Verwaltung kann und einer, der gleichzeitig auch die... Aber ich denke, da haben wir die Frau Frey. Ja, aber ich meine, wie gesagt, einer muss den Hut aufhaben und bis jetzt weiß ich nicht, ob McGregor, also der sozusagen derjenige, der das inhaltlich eigentlich füllen soll, ob der überhaupt bleibt. Die beiden wissen... Ob Frau Götters bleibt, wissen sie auch nicht. Wissen wir auch nicht. Was ist die Aufgabe von Paul Spies, der ja sozusagen den Berliner Teil quasi kuratorisch übernehmen soll? Dann haben wir ja auch noch sozusagen den Herrn Bredekamp, Stiftung Preußischer Kulturbesitz und was macht die Humboldt-Uni? Also wir haben 6, 7 Leute, die also von dem äußeren Eindruck und auch von den Gesprächen, die ich auch führe, eigentlich noch gar nicht richtig wissen, was passieren soll. Aber es müsste noch eigentlich klar sein, was der Berliner Kultursenator will. Wenn er sagt, das Konzept so gefällt ihm eigentlich auch nicht, aber was will er denn? Herr Brinkmann, Sie haben ihn doch sicherlich dazu eingeladen. Ja, aber Sie sind ja demnächst im Ausschuss für Kultur. Ja, aber dann müssen Sie sich damit hauptamtlich beschäftigen. Ganz klar, ich hoffe, dass sozusagen tatsächlich die Kulturstudio machen kann, dann glaube ich, ist eins meiner ersten Gespräche auch das Gespräch mit Klaus Lederer. Wie geht denn das eigentlich, wenn man im Bundestagskulturausschuss sitzt? Kann man einen Landesminister herbeizitieren, dass er Bericht gibt? Oder wie ist das Verhältnis zwischen Bundestag und Landesbehörden? Oder können Sie ihn nur höflich bitten, mal vorbeizukommen? Oder können Sie ihm einen Brief schreiben, bitte kommen Sie am so und so vielen? Also ich kenne Klaus Lederer, ja, man sieht sich ja, man spricht sich ja auch. Und von daher ist, sagen wir mal so, die Frage der Form ist für mich insofern einfach eine ganz menschliche. Ich würde einfach ihn anrufen, respektive, und fragen, können wir uns nicht mal zusammensetzen und einfach mal wirklich intensiv austauschen. Da habe ich... Also ich bin ja als Abgeordneter bin ich ja nicht weder sein Vorgesetzter noch ist er mein Vorgesetzter, sondern also meine grundsätzliche Art und Weise ist eigentlich, dass wirklich auf eine wirklich kollegiale Art und Weise einfach ins Gespräch zu kommen. Und ich glaube, das ist einfach das, was am meisten... Also wenn wir dann das nächste Mal hier sitzen und Sie berichten aus der Tätigkeit im Bundestag, dann würde ich mich natürlich freuen, wenn Sie erzählen, was Sie mit Herrn Lederer nun vereinbart haben. Ja, ich meine... Was dann nun wird aus diesem wunderbaren Kulturforum. Ja, ich würde mich ja auch wirklich auch freuen, dass man wirklich dann auch mal konkret einfach in bestimmte Sachen einfach auch sprechen kann, weil wir ja wirklich in der Phase sind, wo wir eigentlich noch etwas in der Luft schweben. Aber es muss doch mal was passieren. 2 Jahre ist Eröffnung. Anders beim BER, beim Schloss, wird der Eröffnungstermin ja eingehalten, nicht so wie es aussieht. Ja, vor allen Dingen beim Flughafen wissen wir ja, wie diese Abläufe sein müssten. Ja. Da brauche ich ja nicht lange drüber nachzudenken, weil das ist ja ein Betrieb, den man kennt und auch der sich auch nicht verändert. Gerade das Ziel ist ja im Schloss wirklich auch neue Ausstellungsideen zu entwickeln. Aber der TÜV war auch noch nicht da. Im Schloss. Ja. Also, aber ich bin da freuen schon, wir uns mal nicht zu früh. Ich bin da schon guter Hoffnung, dass das Bauwerk als solches innen und außen fertig sein wird und tatsächlich beim Schloss eher die Schwierigkeit sein wird, wie es wirklich intern zu gestalten ist. Denn es ist ja das größte Museum Deutschlands von der Fläche her gesehen. Da sind ganze Menge an Flächen zu bespielen und wir wollen ja auch das als Magnet in Berlin haben und das muss man langsam anfangen. Sind Sie denn mehr dafür, die alten
Exponate dort zu zeigen, oder sind Sie eher dafür, das Schloss moderner zu gestalten, innen von den Ausstellungen? Als Stege-Zehlendorfer bin ich eigentlich kein Fan davon, dass wir die Museen in Dahlem zugemacht haben und die Exponate dann sozusagen nach Mitte geschoben haben. Ich kenne die Museen in Dahlem, auch das Ethnologische und auch das Asiatische, ganz gut. Ich habe mich wirklich, jeder Stegelzer, der auch da geboren ist, kennt eigentlich die Flächen und kannte die Flächen und habe mich immer gewundert, warum ich, obwohl ich schon ein gewisses Alter jetzt auch habe, trotzdem noch blind mich auskenne in dem Museum, weil es hat sich nichts verändert gehabt. Mhm. Und die Frage ist für mich immer nie gewesen, dass ich die Exponate in ein neues Museum reinstellen muss, sondern ich muss das Ausstellungskonzept verändern. Und da bin ich wirklich gespannt, was da für Ideen sind. Ich habe überhaupt kein Problem, dass jetzt die Kunstgegenstände in Mitte sind. Aber die Frage ist wirklich tatsächlich, wie gestalte ich die? Auf Ihr Gespräch mit dem Kultursenator von Berlin, Herrn Lehner, bin ich gespannt. Und wenn Frau Grütters wieder die gleiche Aufgabe übernimmt, auch auf das Gespräch. Denn es muss ja nun was passieren. Ja, ja. Das steht ja nun mal fest. Die 2 Jahre kommen dicht daran und man muss das klären. Und ich freue mich denn, wenn Sie so um Ostern herum dann hier in dieser Sendung erzählen, so, das habe ich erreicht, das wird nun so und so werden. Bums. Mal sehen. Hartmut Ebbing, vielen Dank. Ja, ich warte auf Ihre guten Nachrichten zum Humboldt-Forum. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und vielen Dank, dass Sie zugeschaut haben. Unsere Sendung aus dem Bundestag und nächste Woche wieder, wie immer, jeden Montagabend 20.15 Uhr, dann wahrscheinlich mit der SPD-Abgeordneten Eva Högel. Und dann reden wir natürlich, wie die Sondierungen ausgegangen sind, denn sie muss es eigentlich wissen. Oder wenn sie noch nicht zu Ende sind, wo sie stecken geblieben sind oder vielleicht zu Ende sind. Wer weiß, nächste Woche sehen wir uns wieder. Vielen Dank, bis dahin und tschüss.